Hallo und herzlich willkommen zu diesem Weekly Reading. Ich starte heute am Dienstag. Wir haben jetzt fast 14 Uhr, oh, wir haben 14.01 Uhr sogar schon. Ich habe eben gerade ein Video gedreht, was ich sehr, sehr lustig fand. Ich verlinke es euch mal hier oben im i, weil wenn ihr diesen Vlog hier seht, ist das auf jeden Fall schon online. Es ist der Flip the Page Book Challenge, nicht die Challenge, Flip the Page Book Challenge von Jessie the Reader. Ich habe es aber bei Sarah von A Court of Wanting Books gesehen und die Challenge war einfach mega, mega lustig. Schaut es euch selbst an. Ich hatte sehr viel Spaß beim Drehen. Ich habe mir ein neues fiktives Leben erstellt. Habe unter anderem auch mein Geschlecht geändert. Aber wenn euch da mehr interessiert, schaut auf jeden Fall selbst. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig geworden. Und ihr dürft euch auch gerne in diesem Video getaggt fühlen. Schaut gerne auch einfach mal bei Jessie the Reader vorbei. Ich verlinke euch den Kanal in der Infobox. Ich habe seine Videos persönlich noch nie gesehen, muss ich sagen. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall öfter vorbeischauen. Und es war natürlich klar, wenn ich jetzt dieses Video anfange, bekomme ich eine Nachricht. Aber egal, davon lassen wir uns jetzt nicht stören. Ich wollte euch nämlich ein Leseupdate geben und jetzt werde ich es zugespammt. Wir fangen an mit Finding Right. Das heißt, wir fangen an. Das ist das einzige Buch, was ich aktuell aktiv lese. Von K.A. Linde? Ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht. Ich bin noch nicht weit. Ich bin auf Seite 51, meine ich, ja. Auf Seite 51, die ersten vier Kapitel habe ich gelesen. Dementsprechend kann ich auch noch nicht viel dazu sagen. Vielen gefällt es ja nicht. Ich bin gespannt, wie es mir gefällt. Ich erwarte ehrlich gesagt von dem Buch auch nicht so extrem viel, weil es sich schon sehr oberflächlich anhört. Aber vielleicht täusche ich mich ja auch. Ich bin trotzdem sehr gespannt auf dieses Buch. Und ich glaube, da kommen einige Bände raus, weil die Wright-Familie umfasst, ich glaube, 5 Geschwister, meine ich. Ich meine, das sind 5 Geschwister. 3 Brüder und 2 Schwestern. Also 3 Brüder. Männer und 2 Frauen. Und ja, deswegen glaube ich, könnten das 5 Bände werden. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall der erste Band. Der zweite Band erscheint auch, ich glaube, Ende September. Ich bin mir da aber auch nicht zu 100% sicher. Ich kann euch auch nicht... Also, es geht um Emery, die ihren Freund beim Fremdgehen erwischt hat und jetzt eben wieder zurück in ihre Heimat kommt, wo eben auch die Wright-Brüder ein Unternehmen haben. Und Jensen Wright ist eben das Oberhaupt dieses Unternehmens. Sie hatte vor 10 Jahren aber auch mal eine Vergangenheit mit einem anderen Wright-Bruder, und zwar mit Landon. Landon ist aber inzwischen auch schon verheiratet und eigentlich hat sie da auch gar kein Interesse mehr an ihm. Es geht nämlich um Emery und Jensen ebenfalls, jedenfalls. Und ja, wir sind gerade in diesem Punkt, dass sie zurück in ihre Heimat kommt, bei ihrer Schwester wohnt und gerade mit ihrer besten Freundin auf der Hochzeit sind, einer Wright-Schwester. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie sie heißt. Auf jeden Fall trifft sie da auf Landon und sie hatte auch schon ein Starduell mit Jensen. Das ist so gerade der Inhalt der ersten 50 Seiten. Viel mehr kann ich dazu ebenfalls, wie gesagt, noch nicht sagen. Der Schreibstil ist auf jeden Fall ganz gut, lässt sich sehr flüssig lesen. Was mich auf jeden Fall stört, ist hier hinten der Klappentext, der lässt sich sehr, sehr schlecht lesen, weil es eine Schrift ist mit Serifen. Und Serifen lässt sich oder lassen sich meistens im Fließtext, ich finde gerade so, wenn es hell auf dunkel gedruckt ist, sehr, sehr schlecht lesen. Ich mag das eigentlich gar nicht. Ich bin eher ein Fan von, ja, serifenlosen Schriften bei einem Buch. Das ist auch tatsächlich mit Serifen innen drinne geschrieben. Da stört mich das nicht so extrem, weil es, wie gesagt, einfach dunkel auf hell ist. Ich bin aber gerade am Überlegen, ob das bei den meisten Büchern ist. Die meisten haben Serifenschriften, nämlich, aber da sind die... Oder das Cover ist einfach, oder da hinten der Klappentext ist einfach schlecht aufgedruckt. Das kann natürlich auch sein. Aber ich finde, es lässt sich einfach nicht gut lesen. Ganz kurz mal dazu. Mehr kann ich zu dem Buch auch gar nicht sagen. Heute ist nicht relativ... Ist relativ wenig passiert, nicht viel passiert, weil ich unterwegs war. Ich habe meinen Freund zur Arbeit gefahren, weil der gerade kein Auto fahren kann. Dann war ich noch kurz was einkaufen für ein Hochzeitsgeschenk. Und dann habe ich eben dieses Video gedreht, was jetzt auch eine Stunde gedauert hat, weil es doch sehr aufwendig ist. Ich bin schon gespannt, wie kurz ich das Video bekomme. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm, wenn es ein bisschen länger ist, aber... Ja, wenn nicht, muss ich das Video halt nochmal neu schneiden, nochmal neu drehen. Ich hoffe, es geht irgendwie so. Und ich möchte jetzt das Intro oder diesen Anfangsschnipsel gar nicht so lang halten, weil ich gar nicht mehr zu erzählen habe. Deswegen melde ich mich, wenn ich irgendwelche Neuigkeiten habe. Ich versuche heute Abend in Finding Mr. Wright weiterzulesen, damit ich euch morgen ein neues Update geben kann, weil ich nämlich, ich habe dazu gerade keinen Grund. Auf jeden Fall habe ich hier gerade ein neues Kleid an. Da ist ehrlicherweise noch
das Preisschild, beziehungsweise das Schild hinten dran, das Etikett noch hinten dran. Ich habe mir das Kleid für die Hochzeit bestellt, weil ich irgendwie nichts Passendes habe und ich fand das irgendwie sehr, sehr schön. Normalerweise bin ich niemand, der so dunkle Sachen trägt, aber dadurch, dass da so viele, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen, so viele schöne bunte Blumen und so Blätter drauf sind, gefällt mir das echt gut. Den Ausschnitt kann ich euch nicht richtig zeigen, weil ihr dazu dafür zu hoch steht. Aber er ist relativ groß, den muss ich auf jeden Fall mit einer Sicherheitsnadel zumachen. Ihr könnt es, glaube ich, auch hier schon sehen. Also die Seite passt irgendwie besser als die. Das hat hier vorne auch so einen überkreuzten, ihr könnt es überhaupt nicht sehen, aber es hat auf jeden Fall einen überkreuzten Ausschnitt und irgendwie passt das nicht. Ich habe halt auch irgendwie für die meisten Teile zu schmale Schulter. Das hängt bei mir auch nicht da, wo es unbedingt sein soll. Aber sonst passt grundsätzlich, es ist ein Kleid, was von der Länge her einigermaßen gut passt, muss ich sagen. Es geht mir, also meine Knie sind noch bedeckt und dann hört es eben auf. Und ich finde, das passt für eine September-Hochzeit eigentlich ganz gut, weil es da wahrscheinlich nicht mehr ganz so warm wird. Aber das Wetter kann man auch nicht einschätzen, muss ich sagen. Weil ich habe nämlich gerade heute wieder gesehen, dass es ab Donnerstag wieder wärmer wird. Und die ganzen letzten Tage war es relativ kalt. Aber ich mag das Kleid sehr gerne, muss ich sagen. Und ich glaube, dann werde ich das auf der Hochzeit anziehen. Und ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich glaube, dass das einfach auch freizeitmäßig mega, mega süß aussieht. Und ich kann, also ich muss sagen, es passt halt auch einfach perfekt in der Taille. Ich kam erst nicht rein, weil ich erst von oben reingestiegen bin. Und da kam ich mit den Armen irgendwie nicht rein, weil ich die Teile über die Brust irgendwie nicht richtig ziehen konnte. Und dann habe ich es andersrum probiert und so funktioniert es definitiv besser. Es hat auch eine kleine Schleife, da muss ich nochmal gucken, wie ich das Ganze binde. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall sehr süß. Es ist ein Kleid, was ich auf jeden Fall auch alleine an- und ausziehen kann. Es ist nicht zu eng. Ich fühle mich sehr wohl, muss ich sagen. Ich muss halt nur an eine Sicherheitsnadel denken, damit ich den Ausschnitt ein kleines bisschen zusammenraffen kann. Und ich würde behaupten, dass ich jetzt auch nicht extrem kleine Brüste habe. Deswegen finde ich es irgendwie komisch, dass der Ausschnitt so riesig ist. Aber vielleicht hängt es auch irgendwie mit den Schultern zusammen. Aber wenn man es genau nimmt, die Naht liegt auch nicht auf den Schultern. Ja, hier schon eher. Und es passt halt einfach nicht. Also, man muss auch halt so sein, die BH, die ich da gerade runter habe, passt auch nicht dazu. Ja, jetzt beende ich das Ganze aber wirklich an der Stelle. Mehr habe ich nicht zu berichten und melde mich dann, wenn es irgendwas Spannendes wieder zu erzählen gibt. Hallöchen, ihr Lieben. Und ja, wir haben heute Donnerstag sogar schon. Ich habe mich jetzt, habe ich mich gestern gemeldet, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Wir haben jetzt 15:36 Uhr und ich bin gespannt, wie lange ich diese Sitzposition aushalte, weil ich nicht auf meinem Fuß sitze. Ja, dementsprechend möchte ich gar nicht so viel sagen, sonst schläft mir nämlich mein Fuß ein. Das passiert nämlich immer relativ schnell. Ja, und ich würde sagen, fangen wir direkt an. Finding Mr. Right. Ich habe heute Morgen schon ein Stückchen weitergelesen, als mein Video exportiert hat. Und bin jetzt auf Seite 218, also auch schon ein Stückchen über die Hälfte, wie ihr sehen könnt. Also hier hinten das Stückchen muss ich noch lesen. Ja, ich kann jetzt auf jeden Fall auch schon ein kleines bisschen mehr sagen. Es ist definitiv keine Geschichte, die man gelesen haben muss. Es ist nicht, es ist sehr oberflächlich, muss ich sagen. Also nichts wie Mona Kasten oder Laura Kneidel oder sowas oder Brittany C. Cherry. Es ist sehr oberflächlich. Es geht super schnell, muss ich sagen. Also unsere Protagonistin Emery kommt gerade aus einer Beziehung, trifft dann noch am gleichen oder am nächsten Tag schon auf Jensen und ab da geht es eigentlich schon ab und wir sind hier vielleicht immer noch in der gleichen Woche oder allerhöchstens 2 Wochen weiter und die sind schon ein Paar, obwohl sie sich vor 2 Wochen von einem anderen Typen getrennt hat. Geht mir persönlich ein kleines bisschen zu schnell. Würde ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Der Schreibstil ist allerdings relativ gut und ich merke schon, wie mir mein Fuß einschläft und wehtut. Der Schreibstil ist eigentlich gut. Ich komme super flüssig durch. Es lässt sich sehr schnell lesen. Es ist jetzt nichts super Erotisches, muss ich sagen. Es kommen erotische Szenen drin vor, aber es ist jetzt nicht so super viel, muss ich sagen. Es passiert aber tatsächlich auch überhaupt nicht viel. Was ich sehr schade finde, weil, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hätte man da mehr draus machen können. Ich
werde wahrscheinlich trotzdem den zweiten Band lesen. Vielleicht ist der zweite Band ja dann besser. Mal gucken. Ich bin, ja, ist auf jeden Fall bisher keine Empfehlung von mir. Ist auch so ein durchschnittliches Buch. 2,5, 3 Sterne, irgendwie sowas. Ich würde es vielleicht 3 Sterne geben, wenn man gut durchkommt. Aber es ist auf jeden Fall nichts Tiefgründiges, sondern sehr, sehr oberflächlich. Ja, mehr würde ich zu dem Buch auch gar nicht sagen, weil es mir dazu gar nichts zu sagen gibt. Ich vertreibe mir gerade ein kleines bisschen meine Zeit, weil ich nämlich gerade dabei bin, ein neues Rezept für Schokobrötchen auszuprobieren. Und so, ich habe noch nie Schokobrötchen selbst gemacht. Ich versuche das gerade zum ersten Mal. Die sind gerade im Backofen. Und ich bin gespannt, wie das Ergebnis aussehen wird. Wenn ich dran denke, zeige ich euch das Ergebnis und werde euch vielleicht auch berichten, wie sie geschmeckt haben. Ja, mehr habe ich auch in dem aktuellen Moment gar nicht zu berichten. Ich habe heute schon einiges erledigt. Ich gehe auch noch später zum Pferd, weil heute ist mein Pferdetag. Und tatsächlich sind die morgen auch schon wieder nicht mehr bei mir in der Nähe, sondern ein Ort weiter. Da fahre ich dann 10 Minuten mit dem Auto ungefähr hin. Ja, ist aber tatsächlich auch gar nicht so schlimm, weil hier auf der Wiese ist einfach nichts mehr. Ich glaube, hab meinen gestern nämlich auch schon 1 Stunde, glaube ich, Gras fressen lassen. Also frisches, grünes Gras, weil auf der Wiese ist nichts mehr drauf. Und meine Freundin und ich haben schon ausgemacht, wenn das Wasserfass auf der jetzigen Wiese nämlich leer ist, stellen wir die Pferde um. Und da es heute und auch morgen wärmer wird, werden die wahrscheinlich auch mehr trinken als die letzten Tage. Deswegen habe ich zu ihr gesagt, dass ich vermute, dass es bis mindestens Freitag reicht, vielleicht auch noch Samstag, und ich weiß nie, wie sie arbeitet, weil sie auch manchmal am Wochenende arbeitet, habe ich sie halt eben gefragt, wie sie Zeit hat. Und jetzt machen wir das halt eben morgen. Abend, Nachmittag, wie auch immer. Genau, das heißt, ich bin gar nicht mehr so oft bei den Pferden, wie ich es die ganze Zeit jetzt war. Aber ja, ist halt, wie es ist, muss ich sagen, ne? Ja, und jetzt beende ich das Ganze hier. Ich möchte das Video gar nicht so lange halten. Wenn ich euch mehr vom Alltag zeigen könnte, würde, wäre es wahrscheinlich auch ein kleines bisschen spannender für euch. Aber ich habe tatsächlich heute nicht besonders viel gemacht. Ich habe heute Morgen Sport gemacht, dann habe ich gefrühstückt, dann habe ich geduscht. Ich habe die Wäsche aufgehängt, ich habe gesaugt. Ich habe das Video heute Morgen vorm Sport noch geschnitten. Dann habe ich angefangen zu backen. Ach, am Saugen habe ich noch gewischt. Dann habe ich angefangen zu backen. In der Zeit habe ich dann das Video komplett fertig gemacht. Also hochgeladen war es dann zu dem Zeitpunkt schon. Das habe ich dann direkt heute Morgen schon angefangen. Das dauert bei mir immer relativ lange. Also habe Infobox, Thumbnail und sowas gemacht. Ja, und jetzt backen die halt die ganze Zeit. Und jetzt werde ich gleich noch ein bisschen was für die Bewerbung machen. Bis die Brötchen fertig sind. Dann werde ich meinen Liebsten fragen, wann er vorbeikommen möchte, weil er mit mir zum Pferd kommen will. Und dann gehen wir zum Pferd. Und mehr passiert heute tatsächlich auch nicht mehr. Deswegen werde ich euch da wahrscheinlich morgen mehr berichten. Und ich werde heute auf jeden Fall auch wieder in Finding Mr. Right weiterlesen. Ich möchte das Buch nämlich gerne diese Woche noch beenden, damit ich nämlich Sunset Beach von Kira Licht anfangen kann, weil da habe ich mega Lust drauf. Und ja, das war's jetzt wirklich. So, da ich jetzt endlich meine Sitzposition gefunden habe, die nicht besonders bequem ist auf diesem Boden, aber ich werde es jetzt so lange irgendwie aushalten. Das gleiche Spiel hatten wir gestern ja auch schon. Und ich möchte euch eigentlich auch nur ein Leseupdate geben, weil die Schokobrötchen kann ich euch leider gar nicht zeigen, weil die sind nicht mehr da. Die haben den gestrigen Tag nicht überlebt. Beziehungsweise ich hatte heute Morgen, bevor ich gefilmt habe, das letzte Schokobrötchen zum Frühstück gehabt. Deswegen, ja, es tut mir leid, ich kann sie euch leider nicht mehr zeigen. Aber wenn ich sie nochmal backen sollte, und das werde ich ganz bestimmt, weil sie waren echt lecker, muss ich sagen, werde ich sie euch auf jeden Fall zeigen und dann könnt ihr sie auf jeden Fall sehen. Und wenn nicht, könnt ihr gerne mal bei Kikis Kitchen hier auf YouTube vorbeikommen, gucken. Da findet ihr auch das Rezept zu den Schokobrötchen, falls ihr sie selbst nachmachen wollt. Jetzt kommen wir aber zum Leseupdate, und zwar mit Finding Mr. Right von K.A. Lind oder so in der Richtung. Habe ich heute Morgen fertig gelesen, weil ich nur noch irgendwie 50, 40 Seiten oder sowas hatte, und das war wirklich nicht mehr viel. Habe ich relativ schnell durchgelesen gehabt, weil, wie gesagt, der Schreibstil einfach super flüssig war. Es hat sich auch an meiner Meinung nichts geändert. Es war sehr oberflächlich. Es kam zwar noch mal etwas raus, was ich mir aber irgendwie schon gedacht habe, so im Laufe der Geschichte, weil zumindest als er es angedeutet hat, weil er hat dieses Geheimnis, habe ich mir schon gedacht, dass da irgendwie sowas dahinter steckt. Deswegen war das für mich jetzt nicht unbedingt eine große Überraschung. Es ist sehr oberflächlich, wie ich eben schon gesagt habe. Ich würde dem Ganzen irgendwie 3 Sterne geben, weil es ganz nett war. Es hat mich auf jeden Fall ganz gut unterhalten, aber es war jetzt nichts, was mir Ewigkeiten im Kopf bleiben wird, wie die Bücher von Mona Kasten zum Beispiel. Ja.
Kann man lesen, ist aber definitiv kein Muss für mich. Ich möchte die Reihe trotzdem gerne irgendwie weiterlesen, weil es mich interessiert, was mit den anderen Brüdern passiert. Zumindest hoffe ich das in dem zweiten Buch zumindest, um einen anderen Bruder oder Schwester geht. Ja, aber ja, ist jetzt keine Empfehlung von mir. Und da ich jetzt Finding Mr. Brown fertig gelesen habe, habe ich ja euch auch schon gesagt, möchte ich jetzt gerne Sunset Beach von Kira Licht anfangen. Das ist auch wieder ein ordentlich dickes Buch, was ich aber nicht schlimm finde, weil ich den Schreibstil von Kira Licht sehr, sehr gerne mag. Das Buch hat nämlich knapp 500 Seiten und ich habe dazu das passende Lesezeichen, was ich jetzt auch endlich verwenden kann. Da freue ich mich sehr darüber und ich freue mich sehr auf diese Geschichte. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es geht auf jeden Fall um die 17-jährige Abby und ja, ich weiß nicht ganz genau. Ich will jetzt auch gar nicht den Klappentext so genau lesen. Ich möchte mich einfach in dieses Buch hineinfallen lassen. Das Cover ist auf jeden Fall ganz süß. Wäre jetzt nicht unbedingt ein Buch gewesen, was ich mir wegen des Covers unbedingt gekauft hätte. Aber ich mag halt Kira Licht einfach unfassbar gerne. Deswegen wollte ich dieses Buch unbedingt gerne lesen. Und da ich die Chance bei Lovely Books bekommen habe, ja, habe ich mich da einfach mal, oder habe ich einfach mal mein Glück dort versucht und es hat ja auch irgendwie funktioniert und deswegen freue ich mich jetzt sehr auf dieses Buch. So, ich muss mich mal anders hinsetzen. Es war ziemlich unbequem auf Dauer. Und ich werde euch auf jeden Fall auch hier wieder auf dem Laufenden halten, wie es mir gefällt. Ich würde es gerne jetzt noch im August fertig lesen. Ich glaube, das könnte aber auch ganz gut gelingen, wenn mich das Buch mitreißt. Dann sowieso. Und ich habe jetzt auch noch eine Woche, über eine Woche sogar noch Zeit, dieses Buch zu lesen. Vielleicht schaffe ich in der Zeit auch noch ein anderes Buch anzufangen. Das werden wir dann alles sehen. Wenn es dann soweit ist. Aber ich freue mich jetzt sehr, dieses Buch lesen zu können und werde euch, wie gesagt, auf dem Laufenden halten. Ja, mehr habe ich dazu auch gar nicht zu berichten zu meinem Leseupdate, weil, ja, mehr gibt es halt nicht zu berichten. Und auch von meinem Alltag gibt es nicht mehr zu berichten. Ja, deswegen beende ich den Stipsel einfach an der Stelle und melde mich dann, wenn es wieder irgendwas Neues zu erzählen gibt, wahrscheinlich dann irgendwann am Wochenende, wenn ich weitergelesen habe. Heute Abend gucke ich mal, wie ich zum Lesen komme, weil heute Abend auf Kabel 1 nämlich Elementary läuft und das schaue ich immer. Ja, und danach läuft Deception und ich mache Deception auch ganz gerne. Das ist zwar die erste Staffel, weil da keine weitere Staffel produziert wird, aber das gucke ich dann einfach auch nebenher, weil es mir einfach gut gefällt und deswegen komme ich da dann eher weniger zum Lesen, aber dafür habe ich das Wochenende dann Zeit. Und ja, dann melde ich mich, weil es was Neues zu erzählen gibt. Ihr Lieben, entschuldigt bitte dieses grauenhafte Licht und was, ja, die ganzen Schatten jetzt von der Brille. Aber ohne Brille kann ich nicht filmen, weil dann sehe ich nicht. Deswegen müsst ihr das jetzt mal irgendwie so ertragen. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Und vielleicht kriege ich in der Nachbearbeitung ja noch ein kleines bisschen was gerettet. Wir haben jetzt aber Sonntagabend und ich habe gestern nichts gefilmt und heute den Tag über auch irgendwie vergessen, weil ich auch ja, unterwegs war und ich hatte einfach nicht besonders viel Zeit. Beziehungsweise meine Prioritäten lagen dann einfach woanders. Ja, ich wollte euch aber jetzt dennoch ein Leseupdate geben, damit ihr wenigstens zum Ende der Woche hin wisst, auf welchem Stand ich aktuell bin. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich lese nämlich immer noch Sunset Beach von Kira Licht und bin jetzt auf Seite 41, also auch noch nicht besonders weit. Ich habe aber auch schon mein Pyjama an. Und werde mich jetzt gleich abschminken und soweit fertig machen und mich dann ganz gemütlich ins Bett legen. Und auf jeden Fall ja, lesen, mal gucken, wie weit ich komme. Ich habe nämlich irgendwie auch noch Lust, eine Netflix-Serie weiter zu gucken. Da gucke ich nämlich aktuell Orange is the New Black. Dementsprechend kann ich auch noch nicht so arg viel sagen. Ich finde aber auch einfach hier wieder den Schreibstil und den Humor von Kira Licht großartig. Hier sind so viele Momente schon drin gewesen auf den ersten, ich würde sagen, ungefähr 30 Seiten, die mich so zum Lachen gebracht haben, weil sie einfach so, 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 so toll schreiben kann. Und ich freue mich so, so doll, Staub und Flammen von ihr zu lesen und auch noch weitere Bücher von Kira Licht lesen zu können. Ja, ich würde sagen, Kira Licht ist aktuell mit Julia Dippel irgendwie so die Autorin, von denen ich die Bücher auf jeden Fall ganz, ganz dringend lesen möchte. Ja, aber von Julia Dippel habe ich ja die Zara-Reihe gelesen, bin da auch auf dem aktuellen Stand, weil ich die Reihe einfach weiterlesen muss, weil ich sie so, so grandios finde.
Und da soll ja dieses Jahr noch der vierte Band erscheinen und im Oktober erscheint ihr neues Buch Kassadin. Und da freue ich mich auch schon so unfassbar doll drauf. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse seid. Ich bin nämlich auf jeden Fall da mit meinem Freund zusammen. Und wir fahren sehr wahrscheinlich am Samstag hin, weil ich nämlich schon mega Bock drauf hätte, mich bei Julia Dippel meine Signierstunde anzustellen, was ich normalerweise ja nicht mache, weil ich nicht so extrem viel Wert auf signierte Bücher lege. Wenn ich dann eins habe, bin ich glücklich darüber, aber ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt. Aber irgendwie von Julia Dippel fände ich das schon mega cool. Deswegen, ja, haben wir uns überlegt, dass wir jetzt samstags hinfahren. Vielleicht gehe ich auch nochmal wann anders hin. Das kann ich relativ spontan entscheiden, weil ich ja 30 Kilometer von Frankfurt entfernt wohne, deswegen ist das für mich jetzt nicht so schwierig. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da sein werdet und wann ihr da sein werdet. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, zu Sunset Beach werde ich euch dann im nächsten Weekly Reading einfach ein kleines bisschen mehr erzählen. Ziel ist es eigentlich, dieses Buch diese Woche noch fertig zu lesen. Sollte eigentlich machbar sein, weil sich dieses Buch unfassbar schnell liest. Ich hatte nur einfach noch nicht ganz so extrem viel Zeit zum Lesen und hatte auch irgendwie, ja, hab abends auch nicht so viel gelesen, muss ich sagen. Und habe eher Serie geschaut. Deswegen bin ich hier nicht vorangekommen. Ich würde dann aber auch gerne noch den dritten Band von Percy Jackson fertig hören und auch noch die Auswahl fertig lesen. Bei Percy Jackson habe ich noch ungefähr eine Stunde und ich glaube bei der Auswahl ungefähr noch 15%. Also auch nicht mehr so extrem viel, dass ich die zwei Sachen eigentlich fertig schaffen sollte. Und bei Sunset Beach muss ich mal gucken. Es wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn ich es fertig bekomme. Und ja, dann hätte ich nämlich auch wieder fast alle Bücher der Leseliste gelesen, außer Writers in New York. Aber das lese ich dann einfach im nächsten Monat, wenn ich eben die Auswahl fertig gelesen habe. Dann wird das nämlich mein E-Book sein für unterwegs und so. Und jetzt beende ich das Ganze und erspare euch wieder dieses schreckliche Licht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!